Hallo Freunde der Notfallmedizin und herzlich willkommen. Heute dreht es sich um das Thema Blutungsmanagement und wir schauen heute mal, brauchen wir ein Konzept, um Blutungen in den Griff zu bekommen. Schnapp dir dein Cappuccino und dann geht's auch los. Das Blutungsmanagement gerade in der Präklinik ist essentiell wichtig. Wieso ist das wichtig? Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben immer wieder mit verletzten Personen zu tun, die innere oder äußere Blutung haben. Hier ist es unglaublich wichtig, dass wir ein Konzept an der Hand haben, Möglichkeiten an der Hand haben, eskalierende Maßnahmen an der Hand haben, um hier entsprechend dem Herr zu werden. Blut ist überlebensnotwendig. Blut versorgt unseren Körper mit Sauerstoff, transportiert die Nährstoffe zu den Zellen. Die roten Blutkörperchen haben da eine ganz wichtige Transportfunktion. Die weißen Blutkörperchen sind essentiell wichtig im Rahmen des Immunsystems und die Blutplättchen, wir kennen sie alle, brauchen wir für die Blutgerinnung, wenn wir uns mal in den Finger schneiden. Blut ist unglaublich wichtig und bei einer Blutung verlieren wir diese Flüssigkeit und das führt natürlich dazu, dass wir entsprechend vital bedroht sein können, weil nicht mehr alle Organe und Zellen mit entsprechenden Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden können. Folgen können natürlich von einer massiven Blutung, ganz egal ob nach außen oder nach innen, kann natürlich hier an dieser Stelle der Schock sein. Der klassische Volumenmangelschock, bei dem es aufgrund des massiven Flüssigkeitsverlustes in dem Moment Blut zu einem Schockzustand kommt. Wir alle kennen Blutungen nach außen, beispielsweise der kleine Schnitt in dem Finger. Das kriegen wir ganz häufig mit einem Wundschnellverband hin. Doch darüber hinaus kann es auch zu stärkeren, stark spritzenden Blutungen kommen. Hier geht es darum, dass nach dem ABCDE-Schema bzw. dem C-ABCDE-Schema diese Blutungen zuerst gestoppt werden können. Da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste Maßnahme, die auch die wissenschaftlichen Leitlinien uns empfehlen, sind tatsächlich hier die manuelle Kompression. Das heißt, wir üben erstmal Druck auf die Wunde von außen auf, um hier erstmal die Blutung zum Stillstand zu bringen. Darüber hinaus können wir einen Druckverband anlegen, der sich durch ein Druckpolster auszeichnet, sodass es hier zum Stillstand der Blutung kommt. Und sofern wir eine stark spritzende, lebensbedrohliche, möglicherweise pulsierende Blutung nach außen haben, greifen wir natürlich zum Tourniquet. Die Anlage eines Druckverbandes sollte natürlich auf der Wunde selbst erfolgen. Das bedeutet, initial kommt eine Kompresse auf die Wunde drauf, dann gehen wir 2-3 Bindengänge um die Kompresse drumherum und dann folgt das Druckpolster. Das soll ein Polster sein, welches nachgiebig ist, aber gleichzeitig nicht saugfähig ist, damit punktuell manuell Druck auf die Verletzung ausgeübt werden kann und dann wird das Ganze entsprechend nachher fixiert, sodass ein gewisser Druck des Polsters entsteht, um hier die Blutung zu stoppen. Ein Tourniquet sollte oberhalb der Verletzung angelegt werden, idealerweise an den Oberarmen bzw. an den Oberschenkeln. Eine Tourniquet-Anlage ist unglaublich schmerzhaft und sollte auf jeden Fall zur Blutstillung führen. Dementsprechend ist hier eine Kommunikation, die Information der Maßnahme mit dem Patienten unglaublich wichtig und das Tourniquet sollte so fest gedreht werden, bis tatsächlich die Blutung zum Stillstand kommt. Dabei darf ich die Analgesie, eine Sedierung möglicherweise nicht vernachlässigen, weil ein richtig angelegtes Tourniquet führt auf jeden Fall zu massiven Schmerzen. Es gibt natürlich Blutungen in Bereichen wie der Leiste zum Beispiel, wo ich mit einem Tourniquet nicht drankomme, wo ich auch mit einem Druckverband nicht drankomme. Hier empfiehlt es sich natürlich, manuell Druck auf die Wunde auszuüben, so lange, bis ich entsprechend hier einer chirurgischen Versorgung in der Klinik eingetroffen bin. Alternativ könnte ich hier natürlich Hämodiptika nehmen. Das bedeutet ein Verbandstoff, welcher hier mit entsprechendem Medikament behaftet ist, die Blutgerinnung entsprechend befürworten bzw. die Blutgerinnung fördern. Innere Blutungen sind natürlich auch vielfältig und die zu erkennen, da hängt ganz viel vom Unfallmechanismus dran. Auch
möglicherweise eine Untersuchung des Körpers. Hämatome können mich auf innere Blutung hinweisen. In Kombination mit dem Zustand des Patienten habe ich hier möglicherweise einen niedrigen Blutdruck, eine hohe Herzfrequenz, Kaltschweißigkeit. All das sind ja Symptome, die uns hier auf eine innere Blutung hinweisen könnten. Da haben wir keine Möglichkeiten, manuell Druck auszuüben, sondern hier geht es dann darum, möglicherweise Tranexamsäure zu verabreichen. Tranexamsäure ist ein Antifibrinolytikum, also ein Medikament, welches die Blutgerinnung tatsächlich fördert. Das ist dabei unglaublich wichtig und hier sollten wir abwägen, ob der Patient dafür geeignet ist oder tatsächlich nicht. Außerhalb der Klinik können innere Blutungen nicht adäquat gestoppt werden. Wir haben nur Möglichkeiten, dort dran zu gehen, beispielsweise auch mit der Beckenschlinge, die einfach nur den Blutungsraum im Becken verkleinert beim Verdacht auf eine Beckenfraktur. Ein weiterer wichtiger Punkt, gerade bei dem Aspekt Blutungsmanagement, wie gehe ich mit Blutungen um, ist natürlich die frühzeitige Sauerstoffgabe, dass ich dem Patienten frühzeitig Sauerstoff zukommen lasse, damit ich alle Sauerstoffträger bei einem Traumapatienten entsprechend mit Sauerstoff anfluten kann. Darüber hinaus spielt der Wärmeerhalt eine unglaublich große Rolle bei der Blutgerinnung. Für eine effektive Blutgerinnung brauchen wir eine Körperkerntemperatur von mindestens 36,5 Grad und dementsprechend sollten wir frühzeitig hier an einen guten Wärmeerhalt denken. Nun ist mein Cappuccino leer und du bist bereit für den nächsten Einsatz.